Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Dungeon-Freunde, zu Vaporum. Ja, ich starte heute aus dem Hauptmenü heraus, weil ich nach dem Beenden der letzten Aufnahmesession im Hauptmenü das Axpedia gesehen habe. Also das, was ich das letzte Mal angesprochen habe, das Gegner-Wiki, was wir jetzt pflegen können. Und ich lade es einfach mal, wie man sehen kann. Das meiste haben wir schon freigeschaltet. Uns fehlen noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Gegner. Und ja, sie sind auch ganz schön sortiert. Nämlich zuerst die Drohnen. Sogar mit allen Beschreibungen, also im Kampf und mit der Lore. Vielleicht lese ich das irgendwann mal vor. Wir können sogar Animationen einschalten. Das sieht sicherlich bei anderen Sachen, wie zum Beispiel dem Illusionist-Taumaturg, sehr interessant aus. Basic Attack, okay, da saugt er nur ab. Haben wir was anderes? Den Flamethrower Guard vielleicht? Ja, Basic Attack und Special Attack hat er auch noch. Ja, das ist die Attack, okay. Also das haben wir bei manchen Sachen, wie zum Beispiel... Wahrscheinlich sind hier oben... Wahrscheinlich sind das hier alles mechanische. Beziehungsweise das ist garantiert ein menschlicher Gegner. Also nee, vielleicht kommen da unten noch neue... Heavy Guardian, wo war das? Ah ja, der Roachling. Der hat ja auch eine Basic Attack. Okay, der hat nur den Basic Attack. Okay, das wusste ich nicht. Great Roachling vielleicht. Idle. Basic Attack und Special Attack. Da panzert er sich ein und heilt sich, genau. Gut. Gehen wir wieder ins Main Menü und laden unser letzten Safe Stand in der Güllegrube des Todes. Ist doch lustig. Damit ihr jetzt mal das Arxpedia, also das Gegner-Lexikon, seht. So, von vor erstmal das Wichtige, Secret holen. Das ist nämlich hier. Hier rum. Ich habe nämlich nachgeguckt, sonst hätte ich es nicht im Leben nicht gefunden. Ah, und da ist ein Ding im Weg. Gut, dann gehen wir eben hier durch. Fallen hier bitte nirgends runter. So. An der Wand da. Ich sehe es sogar von hier aus schon. Wow. Ist jetzt da was aufgegangen? Gut, das war das Secret. Ah, und hier ist auch was aufgegangen. Einmal der Fumium-Schlüssel. The Combat Fuse und The Tech Fuse, okay. Tech und Combat nehme ich immer gern. Mehr Schaden, mehr Energieregeneration und so weiter. Und wir haben den Schlüssel hier unten. Ja. Erst wieder hier raus. Dann einfach geradeaus weiter. Da sind wir schon. Okay, hier sieht es nicht nach Gegnern aus, aber das sieht nach einem Rätsel aus. Ah, ich verstehe, das macht die Platten. Immer die angrenzenden Platten zu, oder wie? Ah, ich habe sogar schon geschafft, gut. Ein Fumium Capacitor, eine Toughness Fuse und eine Combat Fuse und Fumium Ward. Ist sehr schnell.
Also du... Fumium Intake. Kost... Achso, Energy Cost. Das heißt, immer wenn ich zuschlage mit dem Ding, verbrauche ich Energy. Ja. Ah, nicht so toll. Aber ganz okay. Das heißt, beim nächsten Weg nach oben werden wir mal wieder einen Lagerbeutel anlegen und Zeug aussortieren, was ich so wieder eingesteckt habe. So. Das haben wir jetzt freigeschalten, den Weg nach weiter. Das sieht gefährlich aus. Das sieht nämlich so aus, als ob hier aus den Löchern Laser. Oh. Keine Laser. Sondern Schaben. Okay. Erstmal gucken, dass wir die Kleinen ausschalten. Bevor wir uns mit den Großen anlegen. Okay. Nummer 1 ist tot. Nummer 2 ist da hinten. Oh. Big Mama ist auch dort. Ja, Big Mama. Nerviges Mistvieh. Und da weichst du auch noch mal in einem Fumium aus. Oh, da ist wieder Big Mama. Oder Big Daddy. Eins von beidem. Auf jeden Fall nichts Schönes. Du blutest oder brennst. Okay. Das Problem ist, ich sehe die Kleine nicht mehr. Au. Ich weiß nicht, ist sie schon draufgegangen oder... Au. Oder treibt sie sich noch hier irgendwo rum? Okay, du bist in Stasis. Das heißt, wir hauen mal hinten auf dich drauf. Na komm. Komm. Nein, nicht. Weh, du rollst dich jetzt zusammen. Jetzt kannst du dich zusammenrollen von mir aus. Okay. Dass die zweite da ist, ist gerade etwas nervig. Repair Pack. Das ist nett. So. Gut, von mir aus. Dreh dich um. Ja. Ah, ja, das war nicht so schön. Okay, und das backfired. Gut zu wissen. So, du blutest. Au, da kann ich nicht weg.
Und da komme ich jetzt nicht mehr gescheit ran. Bevor sie sich wieder zusammensetzt. So. Nein, das war's nicht. Es kommen Spucker. Vor allem die scheiß nervigen Spucker. Au. Okay, hier muss ich Fernkampf machen, weil sonst sehe ich keinen Morgen mehr. Oh. Und im Kreuz Feuer stehen ist nicht gut. Au. Könnte bitte irgendwas sterben? Allem voran ihr Viecher hier. So, eins ist tot, dann wird es etwas einfacher. Ah. Oh. Zwei sind tot, okay. Die Jungs sind ja zum Glück etwas einfacher. Außer man passt nicht auf. So, das war der eine. Den kann ich ein bisschen anhauen, aber ich sollte ihm auf jeden Fall noch Energie entziehen. Weil er nimmt halt auch so schön Schaden. Wetten wir, da kommt noch eine Phase 3. Genau, brenn ein bisschen Blut, ein bisschen, mir egal. Hauptsache du stirbst bald, aber gibst uns vorher noch Leben. So. Jetzt können wir ihn töten. Oder er tötet sich von selber. Ach, das war's. Gut. Spinte und Truhen sind nicht verkehrt. Wären die Spinte nur offen. Air Filter Chamber Defense und ein Superior Umbrella Field Generator. Oh mein Gott, was passiert? Die Fumatons attackieren die Leute in Massen. Sind die Gerüchte über Laura Wyke in Wirklichkeit wahr? Nach alledem? Ist sie verrückt geworden und hat dieses Massaker angeordnet? Wie auch immer. Ich habe ein sehr aggressives, Korrosionsmittel in die Luftfilterkammerventilationssysteme gepackt, um die Roboter im Zaun zu halten oder auszubremsen. Sieht aus, als ob es sehr gut wirken würde auf die Fumatons. Sie schmelzt nur dahin mit dem beim Kontakt mit dem Mittel. Wenigstens die Kleinen tun es. Aber ich fürchte, es wird nicht genug sein für die Großen. Wenn dieser Wahnsinn vorbei ist, kannst du hoffentlich einen Neutralisierer in die Kammer einschleusen. Mit den Kontrollpanels 33131.
Bis dahin denk nicht mal dran hineinzugehen, ansonsten wird sich deine Haut abschälen. Mhm. Das ist also der Code, den wir da oben brauchen. Hier ist nichts. Und ich habe die Dinger noch nicht verbraucht, die ich da habe. So, ein Fomium-Schlüssel, ein Veteran-Mace und ein Heavy-Hammer. So. Kann ruhig mal alles mit. Au. War gut, dass ich gespeichert habe. Au. Mist. Mhm. Ach, nö. Au. Das hat mich zum Glück nicht getroffen. Au, das hat mich aber getroffen. Ich will da drüben hin. Da sieht's toll aus. Okay. Feuert damit nur das? Ja, damit feuert nur das. Gut zu wissen. Au. Es ist die große Frage, wie kriege ich das dazu? Ach, hier ist der Knopf, okay. Au, ich hoffe, das lohnt sich auch. Sagen wir so, für die Toughness Fuse. Hat sich's fast gelohnt. So. Ja, nett. Wer auch immer die beiden Jungs eingeladen hat. Ja, jetzt steht der andere in der Mitte. Das ist nicht so gut. Komm. Du musst in die Mitte, weil du bist der Angeschlagene. So, du gibst Fomium. Ja, das macht jetzt nicht viel Schaden. So. Okay, er dreht sich um. Also geben wir ihm hinten eins drauf. Na komm her. Jo, er faltet sich zusammen. Also haben wir drauf. Au. Da hat er mich verarscht.
Wie viel Fumium brauchen wir eigentlich noch? Oh, 70. So knapp 70. Also nicht mehr so viel. So, wir sind wieder hier gelandet. Also nah bei den Chambers. Wo wir hin müssen. Dumm, dumm, dumm.